So, ihr Lieben, ich habe gerade das neue Update gezogen. Ihr seht, der Schnee ist geschmolzen. Das passt mir ganz gut in den Kram. Ich habe eine neue Funktion gesehen. Ich habe ein Video geschickt bekommen von SCA, der mich einfach mal besiegt hat. Was ja auch überhaupt nicht problematisch ist, also sprich Schlimmes oder so. Aber der Gute hat nicht bedacht, dass ich jetzt gegen ihn vorgehen werde. Und dann wollen wir mal gucken, wie weit wir hier kommen. Ja, mein Schatz. Ja, das ist aber schön. Nee, das reicht jetzt aber, ne? So viele brauchst du jetzt nämlich nicht. So, Medau. Ausgewichen. Nervig. Tschüss, Malossi. Gucken, Gelbe noch kommt. Da kommt der Gelbe. Very good. Naja, ist ja auf jeden Fall. Hattest du es mir ein bisschen schwer gemacht, das gebe ich zu. Ich komme gleich, Schatz. Ich muss hier noch schnell den Kampf beenden. Ich muss noch schnell den Kampf beenden. Und das war's. Ich freue mich schon darauf, Basti zu besiegen. Ich habe den Kampf jetzt gestartet, aber noch keinen Zug gemacht gegen meinen Allianzkollegen Ozora. Der wollte das unbedingt haben. Wir mal schauen, wie weit wir kommen. Mit unserem lila Team. Wir gucken gleich mal spazieren. Dieser kleine nervige Goblin. So. Ja, süß, ich komme gleich. Ja, ich komme gleich.
So, dann wollen wir mal schauen. Das sieht ja schon mal ganz gut aus, aber ist ja auch trotzdem gute Helden. Ozora, du hast gute Helden. Es zeigt sich ja auch, das wollte ich dir nochmal sagen, kann man auch auf diesem Wege machen, dass in den letzten Kriegen, in den Kriegen allgemein, in den letzten Wochen, du sehr viel auch abgehalten hast. Es ist nicht immer so, dass du One-Shot warst, sondern es hat sich auch schon ein bisschen, also was heißt gebessert, kann man nicht sagen. Also es ist die Entwicklung ist super, die finde ich gut, Junge. Mach weiter so. So, jetzt geht es in den nächsten Kampf. Ich habe mir überlegt, ich werde mal den Kollegen Golem mir vornehmen. Dann wollen wir mal schauen, wie weit wir hier kommen. Das Startboard sieht schon mal nicht schlecht aus. Wenn das nämlich der Fall ist, sprich das Board sieht gut aus, dann ist auch die Hälfte immer schon geschafft, ne? Tja. Okay. Jetzt warten wir einfach darauf, dass die Steine kommen. Da kommen sie schon. Katsching. Und wenn er nicht ausweicht, war es das jetzt. Oder auch nicht. 47 Lebenspunkte. Okay, das sollten die Minions jetzt erledigen. Es sei denn, er schießt die Minions weg. Oder auch nicht. Gut. Das ist auch erledigt. Das macht ja Spaß. Das finde ich ja super. Ja, und dann werde ich mir mal noch ein, zwei Leute vornehmen, gegen die ich schon immer mal antreten wollte. Oh, war ja, ey. Da werde ich mir mal meine Frau vornehmen. Mal gucken, wie das funktioniert. Tja. Tja. Bei Jule denkt man ja immer, ach Mensch, die Truppen sind so low und irgendwie packen wir das hier schon easy peasy locker. Aber wenn man mal ehrlich ist und sich so die Kriege anschaut, sprich meine Videos und ich, wenn ich hochscrolle, ist es schon so, dass allein der Dreier-Familienbonus von Artomos, Ariel und Poseidon hier enorm reinknallt. Und ich kann euch sagen, wenn Gefion jetzt nämlich auslösen wird, wird vermutlich einer meiner Leute sterben. Denn das ist der Oberkracher, was die an Schaden raushaut. Ihr werdet es gleich sehen. Erstmal macht Atom auch schon mehr Schaden, weil ich enorm viel. Bumm. 1100. Habt ihr das gesehen? 1100. Okay, Heal hat nicht viel Death. Aber das ist schon ein bisschen overpowered, finde ich. Tja, ich hätte doch mit Gelb reingesagt. Ich habe noch überlegt. Da stirbt der Nächste. Tja. Und da kommt schon die Heilung. Ihr seht, ihr habt einen groben Einblick davon. Das Board war jetzt nicht grandios, aber ihr seht schon, was hier passieren kann, wenn man einfach mal die Sache entweder falsch angeht oder nicht ernst nimmt oder einfach kein gutes Startboard hat. Man kann nicht davon ausgehen, dass das Startboard immer gut ist, aber ihr seht, ich habe nicht einen einzigen, ich habe ja mich hier nicht doof angestellt oder so, ich habe hier nicht einen einzigen Helden erledigt. Und das war es jetzt für mich. Wow. Das werde ich wohl zu einem späteren Zeitpunkt nochmal probieren. Ja, Spatzi, ich sehe es. Jetzt versuche ich mich nochmal an BBA. Gucken, wie das so funktioniert. Heimdall ist auch immer sehr, sehr nervig mittig stehend. Mich würde mal die Response-Zeit dieser Flaggen interessieren. Natürlich. Und durch die schönen Kaskaden löst er jetzt aus. Eine Kaskade weniger wäre es das gewesen. Jetzt muss ich wieder ein bisschen mich ein bisschen mehr anstrengen. Tja.
Ich denke, ich werde mich hier auf die rechte Seite konzentrieren. Um ein paar nervige Geschichten auszugleichen. Okay. Okay, das lief nicht schlecht, aber das Board war auch nicht sonderlich schlecht. Vorsicht. Warte mal, Süße, ich muss hier noch mal kurz was beenden. No offense. Okay. So, was ist jetzt hier die Response-Zeit? Das würde ich gerne wissen. Während der Energie wieder auffüllt, kannst du in der Weltkarte weiterkommen oder in Basis. Okay, mal gucken. Okay, ihr Lieben, danke fürs Zuschauen.